Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei einem neuen Videobeitrag auf dem Blog des Homo Kritikus. Ich habe jetzt eben schon mal 30 Minuten lange Aufnahme gemacht, die ist eben kaputt gegangen, jetzt muss ich nochmal anfangen. Ich hoffe, dass ich die Zeit und Muße habe und nicht gleich durchdrehen werde, das nochmal durchzuziehen, weil das echt eine scheiß lange Arbeit gewesen ist. Aber was soll's, ist halt so. Was liegt an? Ich hatte schon angedeutet, dass sich 2015 vieles verändern wird, also auch in Bezug auf meine Arbeit. Ich möchte gerne wieder aktiv mehr Beiträge hier bei Video bei YouTube reinstellen in meinem Videoblog und möchte auch andere Dinge teilen, also andere Informationen, die ich für wichtig ansehe, möchte ich mit euch teilen. Möchte natürlich euch auch fordern, Dinge, die ihr für wichtig haltet, mir mitzuteilen. Oder auch mir mitzuteilen, über welche Sachthemen man vielleicht oder ich auch darüber man mich hinweg oder einbeziehen kann oder mal hinwegzuschauen. Es gibt viele Dinge, die man in der heutigen Betrachtungsweise, die danach schreien. Es gibt viele Themen, die danach schreien, endlich einmal angefasst zu werden oder beziehungsweise wieder einen Hinweis darauf geben, wie etwas funktioniert, wie unser System hier funktioniert. Es ist also die Frage, was soll man jetzt tun? Was man machen soll, ist das auch, wo ich finde, dass Reconquista Germania auch das relativ gut dargestellt hat, die Stufe dieser Information, dieser Grundinformation, dass man versteht, wie etwas funktioniert, die ist abgeschlossen. Die sollte abgeschlossen sein. Wir müssen darüber nicht mehr diskutieren, ob die Wiedervereinigung stattgefunden hat oder ob die BRD ein Staat ist. Das ist durch das Thema. Und genauso sehe ich es auch, dass wir jetzt in eine höhere Stufe kommen müssen, in der wir mit dem vorhergehenden Wissen der Stufe davor, das ist ähnlich wie dem kognitiven Stufenmodell von Piaget, dass eine Stufe nur beendet werden kann oder eine neue Stufe reingegangen werden kann, wenn die vorherige Stufe abgeschlossen ist, dass wir jetzt anfangen mit diesem Wissen, was wir uns angeeignet haben, versuchen in der nächsten Stufe damit weiterzuarbeiten. Und das ist das, was ich auch unterstützen kann und deswegen möchte ich dazu beitragen, dass man dieses Mal oder das mit die 2015 auch benutzt dafür, dass man in dieser neuen Stufe jetzt konstruktiv weiterarbeitet und daran arbeitet, das System letztendlich seine Energie zu entziehen, um dadurch einfach dieses System auch ins Trockene laufen zu lassen. Wie kann man das machen? Aber das ist die Frage, was ist sinnvoll? Also was ist sinnvoll ist dann zu machen in diesem System? Und sinnvoll ist das, was man für sich als wichtig erachtet oder betrachtet, was man gerne machen möchte, um sein Wissen einfach aufzubauen. Und die Gretchenfrage ist also hierbei, ist letztendlich, sich Wissen anzueignen. Über die Vielzahl der Informationen oder das Aneignen von Wissen erhalte ich sehr viele Informationen, die ich an bestimmten Sachzusammenhängen auch gegeneinander aufwiegen kann, die ich dann unter bestimmten methodischen Sichtweisen, wissenschaftlichen Betrachtungsebenen aufschlüsseln kann, um dazu zu einer Meinung zu gelangen und diese dann begründen kann oder auch nicht. Und ich kann etwas feststellen und wenn ich das feststelle, dass es so, dass das nicht falsch sein kann, dann muss es also richtig sein. Und dass diese wissenschaftliche Betrachtungsweise ist genau das Gleiche, was ich euch anbieten kann, was ihr tun sollt. Ihr sollt also euch Wissen aneignen. Und dieses Wissen wird euch dahin führen, dass ihr immer sicherer sein werdet in der Argumentation, in der eigenen Argumentation. Aber auch, ihr werdet relativ schnell bemerken, wann euch jemand falsche Informationen verkaufen will, wann euch jemand eine Weintraube als Melone verkaufen will. Und das bekommt ihr nur über die Aneignung von Wissen. Anders funktioniert es nicht. Ich kann euch nichts anderes anbieten. Dies ist auch damit gemeint, dass Alexander Wagner zum Beispiel meint, auf der spirituellen Ebene, dass man sich aufmacht oder dass man irgendwie durch Türen geht und wenn man durch diese Türen gegangen ist, dann kann man nicht mehr zurück. Das ist richtig. Es ist genau das Gleiche, wie ich das auch schon damals in einem anderen Beitrag gesagt habe. Das ist diese kognitive Dissonanz, wenn man ein bestimmtes System wird von außen durch Informationen in Frage gestellt und wird letztendlich in sich so weit aufgewühlt, revolutioniert, dass es sich neu ordnen muss. Und diese kognitive Dissonanz, die dort stattfindet, ist ein Prozess, wenn der einmal initiiert worden ist, also angeregt wurde, dann ist das irgendwann ein Selbstläufer und dann kann man das auch nicht mehr rückgängig machen. Genau das ist das auch, was Alexander Wagner zum Beispiel in den Tagesenergien damit meint, wenn er sagt, man muss anfangen, darüber zu gucken, in die Türen zu gehen, durch die Türen zu gehen, auch wenn sie strange einen erscheinen. Aber genau das ist der Anfang und das führt dahin zu, dass man sich jetzt letztendlich bewusst wird darüber, was letztendlich wahr ist, was Wahrheit ist,
das ist immer eine subjektive Sache. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Auch ich habe die Wahrheit nicht mit der Muttermilch weiterbekommen und musste mir das auch hart erarbeiten, einen bestimmten Standpunkt zu haben, den ich heute als Wahrheit definieren kann. Und genau das muss man machen, das könnt ihr auch noch machen. Dazu muss man aber bestimmte Dinge, und das ist diese vorherige Stufe, die auch Reconquista Germania gesagt hat, diese Stufe der Erkenntnis ist abgeschlossen. Man muss heute nicht mehr darüber diskutieren, ob die BRD existiert oder nicht existiert. Natürlich existiert die Bundesrepublik Deutschland, sie ist ja da. Man kann sie auch nicht leugnen. Allerdings existiert sie nicht in dieser Form, wie es uns dargestellt wird, dass es ein hoheitliches Staatsgebilde ist. Das ist kein Staat und sie hat auch keine hoheitlichen Befugnisse. Ich kann nicht sagen, was die BRD jetzt sein könnte, ob es eine Verwaltung, eine Firma, eine Stiftung oder eine Treuhand ist, das kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch jedenfalls sagen, dass die BRD kein Staat ist. Sie ist kein Staat und sie hat auch keine hoheitlichen Befugnisse eines Staates. Was sie sein kann, das weiß ich und damit weiß ich, dass das alles andere nicht sein kann. Darüber muss man nicht mehr diskutieren. Die BRD verwaltet uns Menschen der deutschen Völker, verwaltet uns unter bestimmten Schnittstellen zu diesem System. Und eine wichtige Schnittstelle ist unser Name, den wir haben. Der Name, der auch geschrieben wird. Wir sind als Menschen geboren, das ist die Abstammung, die wir haben. Deswegen haben wir dort auch einen Familiennamen. Und das System nutzt aber diesen Familiennamen nicht, weil sie für uns eine andere Schnittstelle vorgesehen hat, nämlich dass wir als einzelne individuelle Firmen agieren. Und das kann sie nur über den Namen machen. Siehe § 17 Handelsgesetzbuch. Der Firma, der Kaufmann ist der Name. Und genau darüber funktioniert es. Und wenn ihr euren Ausweis rausholt, falls ihr euren Namen solltet oder nicht, wird immer der Name genannt. Und damit muss euch klar vor Augen sein, hier wird mit dieser Firma gearbeitet, Name. Und der Name ist der Vorname und der Name insgesamt. Das ist die Firmenbezeichnung, mit der das System mit uns arbeitet. Das ist eine Seite. Die zweite Seite ist, dass das System auf unsere Freiwilligkeit mit uns arbeitet. Und das ist es, was wir erkennen müssen oder was ihr erkennen müsst, ist, das System arbeitet nicht auf Zwang mit uns zusammen, sondern es ist auf die Freiwilligkeit aufgebaut. Das heißt, erst in der Freiwilligkeit, dass ich hingehe und mich anmelde, dass ich dem Finanzamt das Angebot des Finanzamtes akzeptiere und die ID-Nummer benutze, dadurch gehe ich die AGBs ein und damit muss ich mich dem unterordnen und kann mich danach nicht drüber beschweren. Ich kann mich also nicht beschweren, dass ich auf einen Bahnsteig gegangen bin, in die Straßenbahn gestiegen bin, keine Fahrkarte gezogen habe, dann kontrolliere ich und sage, ja, aber ich wollte eigentlich gar nicht mit der Bahn fahren, weil das habe ich ja vollzogen und dieses Vollziehen, dieses Betreten des Bahnsteiges ist dieses konkludente Handeln, dieser Tatumstand, diese bewusste Tat, Willenserklärung, die ich vollziehe, indem ich auf diesen Bahnsteig einen Schritt mache und in die Bahn steige. Das ist meine Willenserklärung als konkludentes Handeln und damit akzeptiere ich, dass ich dafür zu bezahlen habe. Wenn ich das nicht tue und man werde erwischt, dann muss ich 40 Euro zahlen. Das ist so. Und genauso arbeitet das System auch mit uns. Es arbeitet auf unserer Freiwilligkeit, was wir geben. Wenn wir dem System unsere Freiwilligkeit entziehen, wenn wir Bescheid wissen, Wissen aneignen, wie das System uns arbeitet, welche Schnittstellen, wie das funktioniert, so können wir dem System auch die Energie, die es von uns abzieht, um das mal wieder mit Alexander Wagans Worten zu sagen, die Energie, die das System braucht, um zu leben, die es von uns abzieht, ist daran gebunden, dass wir freiwillig dem System unsere Energie zur Verfügung stellen. Und wenn wir dessen uns bewusst werden, können wir dem System die Energie auch entziehen und dadurch ein System, was keine Energie mehr versorgt wird, ist letztlich zum Untergang geweiht. Ganz einfach ist das. Oder auch nicht einfach jemand, wie man das sieht. Diese ganze Schnittstelle arbeitet also mit der Freiwilligkeit. Das muss man akzeptieren. Jetzt deswegen steht auf dem Ausweis auch nie der Familienname, sondern nur der Name, weil das ist die temporär geschaffene Schnittstelle, in der das System mit uns arbeitet. Und solange wir das auch tun, versorgen wir das System mit
Energie und deswegen können wir uns auch nicht darüber beschweren, dass das System so ist, wie es ist. Wenn ich also Steuern zahle, freiwillig und mein Steuerbescheid, Einkommensteuerbescheid abgebe, dann darf ich mich darüber nicht beschweren, dass dadurch dann eventuell der 5 U-Boote der Delfin-Klasse nach Israel mit jeweils 300 Millionen Euro Erlass geschickt wird, also gesendet wird oder gebaut wird. Ich kann mich nicht darüber beschweren, wenn ich andererseits das akzeptiere und Steuern zahle und andererseits sage, das ist aber nicht richtig, was mit Steuergeldern gemacht wird. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Entweder zahle ich Steuern, dann muss ich die Schnauze halten und dann akzeptiere ich das, oder ich zahle keine Steuern und dann kann ich dagegen angehen auch. Oder ich gehe dagegen an und muss damit auch einhergehen, dass ich sage, und deswegen zahle ich auch keine Steuern mehr. Aber die Leute sind so eingebettet in das System und haben Angst, so vieles zu verlieren, weil das ist die einzige Drohkulisse, was das System uns anbieten kann, nämlich zu sagen, ich nehme dir alles weg, wer nichts hat, dem kann nichts weggenommen werden, und der ist natürlich derjenige, der am besten an der sichersten Position steht und sagt, ja gut, das wollen sie mir noch wegnehmen, außer meine Freiheit. Und na gut, okay, aber das ist dann auch eine Bankrotterklärung des Systems, wenn es nichts mehr tun kann, als die Freiheit des Menschen einzuschränken, um den Zwang aufrechtzuerhalten, unter dem es versucht, dass wir da sind. Also man sagt ja, sie sagen uns, wir müssen das machen, aber das stimmt eigentlich nicht, wir müssen nichts machen. Wir tun es aber einfach, sie sagen so, dass es so ist. Wenn wir nachfragen, bekommen wir keine Rückmeldung, weil es ist ganz klar, weil ich da brauche mich als Täter nicht letztendlich selbst belasten, und deswegen geben die uns auch keine Auskunft darüber. Wenn sie uns Auskunft geben müssten oder würden, dann müssten sie uns sagen, dass unser freiwilliges Handeln letztendlich davon abhängig ist, dass das System funktioniert. Ganz einfach, wenn man das verstanden hat, dann hat man schon sehr viel verstanden, wie das System funktioniert. Dann geht es noch zu der Fragestellung auch, was man nicht mehr drüber klären muss, ist die deutsche Wiedervereinigung. Die deutsche Wiedervereinigung, so wie sie uns dargelegt wurde, ist keine Wiedervereinigung. Das muss man ein für alle Mal so akzeptieren und klären. Man braucht darüber nicht diskutieren. Es gibt viele Gründe, an denen man diese Position argumentativ bekräftigend ausdrücken kann. Es gibt genug dafür. Es gibt zu wenige, die dagegen sprechen, und es gibt zu viele, die dafür sprechen, dass die Wiedervereinigung, um das mal in einem einfachen Satz zu sagen, die Wiedervereinigung so, oder weil die Wiedervereinigung so vollzogen wurde, wie sie vollzogen wurde, kann sie keine Wiedervereinigung über die abschließende wirkliche Frage nach Artikel 146 des Grundgesetzes sein. Also die Wiedervereinigung, die vollzogen wurde, ist alles andere als die wirkliche Wiedervereinigung, die eigentlich in der Wesensphilosophie des Grundgesetzes berücksichtigt worden ist. Was die Wiedervereinigung geworden ist, das kann ich nicht sagen, oder was da gemacht wurde. Aber auf jeden Fall ist es nicht die Wiedervereinigung, die uns eigentlich aufgrund unserer zugesprochenen Volkssouveränität, plebiszitäre Volkssouveränität, also die eigene Entscheidung des Volkes darüber, über seine Verfassung, das wurde uns vorenthalten, und deswegen ist diese Wiedervereinigung nicht die Wiedervereinigung, die eigentlich uns zugestanden hätte. Was sie letztendlich geworden ist, kann ich nicht sagen. Da gibt es viele Sachen, völkerrechtlich, 2+4 Vertrag, Einigungsvertrag, hin und her. Aber es gibt ganz klare Anhaltspunkte dafür, dass zum Beispiel die Regierung Kohl hat überhaupt gar keine hoheitlichen Befugnisse gehabt, irgendwelche Gebiete, die polnischen und die russischen Verwaltungsgebiete, selbst abgeben zu können. Das ist Hochverrat. Keine Regierung, kein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hat jemals von der Volkssouveränität, nicht mal durch die Wahl in 1987, die Befugnis erhalten, darüber zu entscheiden, ob Gebiete abgegeben werden. Das geht nicht. Da müsste man eigentlich den Mann an die Wand stellen, aber es ist egal, wurde trotzdem vollzogen. Alleine das zeigt schon, dass die Wiedervereinigung keine abschließende Wiedervereinigung in dem Sinne 146 Artikel sein kann. Natürlich fragt sich auch, warum hat man denn das gemacht? Warum hat man über den Artikel 23 die Wiedervereinigung abgeleitet? Weil man letztendlich, die Frage ist, warum hat man das gemacht, wenn man es nicht nach 146 vollzogen hat? Welcher Grund könnte dahinter sehen? Es ist ganz einfach. Es ist eigentlich einfach, wenn man über das Wissen verfügt. Es ist einfach, weil aus meiner Sicht hätte die Wiedervereinigung dazu geführt, dass alle Teile, das gesamte deutsche Volk, die ganzen deutschen Völker an allen Gebieten des Deutschlands vom 31.12.1937, das ist das Deutschland, was im Grundgesetz auch immer genannt wurde, wenn dieses wäre nach einer Wiedervereinigung wieder zusammengeflossen und hätte sich daraus einen eigenen neuen Staat oder die Organisationsstruktur des alten, nicht organisationsfähigen Staates Deutsches Reich wieder hervorgeholt, und damit wären alle Verträge, die die Bundesrepublik Deutschland oder die DDR multilateral gemacht hätte, wären hinfällig gewesen. Auch die Verträge zu den Besatzungsmächten, 4 Besatzungsmächten, 3 Besatzungsmächten oder sonst wie noch immer. Das wäre alles aufgehoben gewesen.
Und es gab anscheinend Interessensgruppen, die Angst gehabt haben, dass die Deutschen sich anders entscheiden würden. Und deswegen hat man versucht, über eine falsche Interpretation des Artikels 23 eine Vereinigung vorzugaukeln, die letztendlich nichts anderes war als die Weiterführung oder Festsetzung der bestehenden Herrschaftsstrukturen der Bundesrepublik Deutschland, Nachkriegsbundesrepublik Deutschland nur beinhaltet. Das heißt, einfach gesagt, die Bundesrepublik Deutschland hat diesen Vertrag, einen völkerrechtlichen Vertrag mit der DDR gemacht, wo man braucht, die Deutschen brauchen für die Wiedervereinigung keinen völkerrechtlichen Vertrag. Das ist in sich schon absurd, die Paradoxie dabei. Wir brauchen zur Wiedervereinigung keinen völkerrechtlichen Vertrag. Wir sind wiedervereinigt und dann kommen die völkerrechtlichen Verträge, Friedensvertrag und alle anderen Verträge auch. Man hat das halt nur gemacht, damit man die bestehenden vorherigen Strukturen, Besatzungsrecht, Besatzungsstatut und auch die überführten Gesetze dieser Besatzungsrechtes und des Besatzungsstatutes in geltendes Bundesrecht, weil ja auch gesagt wird, Merkel, es wird sich an deutsches Gesetz gehalten mit der Abhör. Natürlich wird sich an deutsches Gesetz gehalten, weil man sagt aber nicht dabei, dass dieses deutsche Gesetz ehemals ein Herrschaftsgesetz der Alliierten gewesen ist und die Deutschen gezwungen wurden, das im Bundesrecht umzuwandeln. Und deswegen ist die Aussage von Frau Merkel letztendlich richtig. Aber sie gibt nur einen Teil der Wahrheit wieder und ist deswegen trotzdem immer noch eine Lüge. Ja? Ein Teil der Wahrheit bleibt immer noch die volle Lüge und nicht die Teilwahrheit, ganz einfach. Und genau weil das so vollzogen wurde, ist die Wiedervereinigung, eine Teilangliederung nach Artikel 23. Das Problem, was die Leute gehabt haben, ist nur das, dass Artikel 23 den Geltungsbereich definiert. Und das war der Preis dafür, den sie zu zahlen haben. Sie mussten die 23er aufgeben, um erstens die weiteren Gebietsansprüche des Vereinten Deutschlands gegenüber Russland und Polen letztendlich auszuschließen und B, haben sie dafür das Geltungsbereich, den Geltungsbereich dafür aufs Spiel gesetzt und damit hat das Grundgesetz eine endgültige Löschung eigentlich vollzogen und alles, was nach 1990 hier vollzogen wird, ist Willkür, ist Landrecht, ist Willkürrecht, was auch immer, es ist, hat keinerlei gültige Grundlage zwischen Geltenden und Gültigkeit, ja, braucht man nicht sagen. Das ist mit der Wiedervereinigung 1990 passiert. Und nichts weiter. Darüber brauchen wir nicht mehr diskutieren. Und wer das anders von sich gibt, der lügt entweder aus Bewusstheit oder aus Unwissenheit. Ja, mein voriger Beitrag war 10 Minuten länger. Ich habe den Faden verloren, weil ich jetzt das wiederholen muss. Es ist alles ein bisschen stressig und nervig und ich bin schon wieder so richtig warm und könnte schon wieder irgendwo gegen die Wand hauen, was ich natürlich nicht mache. Aber ich kann euch nur anbieten, bitte, fangt an, euch Wissen anzueignen. Fangt an zu unterscheiden über das Wissen auch, was ist wirkliches Wissen und was ist Halbwissen und was ist falsches Wissen. Das bekommt ihr irgendwann heraus. Wenn ihr nämlich 5 verschiedene Meinungen zu einem Thema habt und ihr bemerkt, dass 4 Meinungen oder 3 Meinungen miteinander harmonisieren und einen bestimmten Standpunkt wiedergeben und 2 andere dagegen sind, dann kann man sagen, gut, die Mehrzahl plus minus 3 gegen 2, also bin ich der Meinung, die Dreierkonstellation ist das, was letztendlich wahr sein muss. So kann ich es euch nur anbieten. Und das müsst ihr tun. Und das könnt ihr nur, indem ihr euch Wissen reinzieht letztendlich. Und Wissen heißt nicht die Tageszeitung, das ist Wissen, was ihr letztendlich in die Tonne treten könnt. Das ist Dreck, ist das. Fernsehen ist Dreck. Es ist Dreck. Ihr solltet euch Informationen, auch mein, was ich euch an Wissen anbiete, solltet ihr kritisch betrachten und auch nachprüfen. Auch ich habe die Wahrheit oder das Wissen nicht mit der Muttermilch weiterbekommen. Habe ich nicht, das muss ich mir hart erarbeiten. Aber ich kann euch sagen, dass vieles, was ich euch angebe oder was ich euch vortrage, hat einen argumentativen, sachlichen Hintergrund und ich kann das begründen. Es muss nicht wahr sein, auch ich kann falsch liegen, aber bitte, ich versuche doch schon unter Abwägung von gut, schlecht, dafür, dagegen, den richtigen Weg zu finden. Das ist meine Ausbildung, die ich genossen habe, nicht ein wissenschaftliches Arbeiten. Und das ist die Voraussetzung, dass ich einfach sagen kann, wenn das nicht falsch sein kann, dann muss es also richtig sein. Ich sage nicht, dass das richtig ist, sondern ich sage nur, das andere kann nicht falsch sein und deswegen muss das andere falsch sein. Das ist eine ganz andere Verfahrensweise, Herangehensweise. Bitte prüft auch meine Sachen nach. Ja, genug gequatscht. Sorgt euch Informationen, Tagesenergie, Alexander Wanderjo, Konrad, Conrebi, Quellkonquista Germania,
Dimitri 1910, ihr könnt Bernd Schuber auch nehmen, Raphael von Hohenlimburg. Nutzt das alles. Versucht euch das Wissen, die Zeit, ihr nutzt die Zeit, die ihr dafür habt. Was ihr noch machen könnt, ist ganz wichtig. Zieht euch bitte die Rede, die Grundsatzrede von Carlo Schmidt im Parlamentarischen Rat rein. Das ist 1 Stunde 57. Ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr zu der gesamten Identität, Volkssouveränität, Geschichte, Grundgesetz, Wiedervereinigung, müsst ihr über das Wissen verfügen, was Carlo Schmidt damals von sich gegeben hat. Das ist zwar viel, und man denkt immer so, man kann das hier verstehen, aber ihr müsst das 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal, wenn ihr am Klo beim Kacken seid, hört euch das an. Wenn ihr in der Badewanne liegt und rumplanscht, dann zieht euch das rein. Wenn ihr in der Bahn seid, morgens zur Arbeit, den Kopfhörer auf und zieht euch das rein. Wenn ihr das 20 Mal euch reingezogen habt, dann werdet ihr immer mehr die Sachzusammenhänge verstehen und versteht am Ende, was also Carlo Schmidt am Ende sagt, mit dem, was er mit am vorherigen in der Theorie damit gemeint hat. Das werdet ihr wissen. Und genau das ist ein Hinweis dafür, wie ihr Wissen aufbauen könnt. Ihr müsst euch einfach oft und mehrmalig und intensiv mit dem Wissen auseinandersetzen. Und deswegen bitte ich euch, Carlo Schmidt, zieht euch das rein. Mehr kann ich euch nicht sagen. Wenn ihr euch nicht reinzieht, dann beschwert euch bitte nicht, wenn ihr es immer noch nicht kapiert habt. Ist leider so. Tut mir leid. Wahrheit tut weh. Also. Ja, wenn ich mein Buttuck jetzt messe, dann fliegt er wahrscheinlich weg. Okay, das ist jetzt genug. Ich glaube, es ist genug. Lasst uns unsere Wege trennen, oder wie Konrevi sagen würde, gehabt euch wohl, oder ich sage, es ist genug, euer Kopf ist voll, mein Kopf ist voll, und ich werde mich wieder bei euch melden, wenn ich der Bearbeitung eines neuen Sachthemas habe. Und bitte euch, meldet euch bei mir, auch wenn ihr Interesse habt, dass ich irgendwie in Diskussionen mit beitragen kann. Ich kann mich Diskussionen stellen, ich kann die auch begründen, ich kann meine Position rüberbringen, ich kann die begründen, und mir zieht keiner die Wurst zu schnell vom Brot. Ich bin auch nicht allwissend, das ist so. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, und wir sehen uns dann in naher Zukunft wieder. Dankeschön und tschüss.